dann aber auch angefangen mit 16 immer mehr Jazz zu hören. Jazz-Sendungen auf SWR gesehen, mit Joachim Ernst Behrendt, und war da vom ersten Moment an fasziniert, weil ich es nicht verstanden habe. Und die andere wichtige Sache war, dass ich im Offenburger Zupforchester gespielt habe. Das weißt du gar nicht von mir, ne? Nee. Genau, um auf deine Frage, die du mir später vielleicht noch stellen wirst, zurückzukommen. Viel Spaß, toi, toi, toi. Na, der Reiz zu improvisieren, heutzutage für mich der, dass ich mich ganz gut dabei fühle. Das war nicht immer so. Also das so die ersten 10 Jahre ist es auch immer so ein, ja, nicht ein Kampf, aber schon auch so die Suche, die ist anstrengend und kann manchmal zu Belastung ausarten, gerade wenn man auf dem Prüfstand in einem Studium ist und so. Aber das gibt sich natürlich nach und nach. Zu sagen, zu Improvisation gehört Mut. Ja, wenn, also ich würde sagen, das, was ich bei anderen Improvisatoren gefällt, ist, wenn sie sich aus dem Fenster lehnen, also wenn sie mutig sind, auch was zu riskieren. Also ich finde nichts langweiliger, wenn immer auf Nummer sicher gespielt wird. So aus dem Fenster lehnen und auch mal so den Struggle zu hören, den jemand hat beim Improvisieren. Das reizt mich, also das finde ich spannend. Und dementsprechend versuche ich das auch, ne? Und klar, manchmal fliegt man aus der Kurve. Man muss das aus der Kurve fliegen auch als Chance verstehen und immer wach sein und auch im Reinen und im Guten mit sich. Sich also ärgern, das geht gar nicht. Immer wach sein und das sind so drei Zeitebenen beim Improvisieren, die man versuchen muss im Blick zu haben, nämlich vergangen, jetzt im Moment und was kommt. Und das alles ja, gleichzeitig, das ist die große Aufgabe und die macht Spaß einfach dabei. Die Besetzung mit zwei Gitarren und Schlagzeug, würde man manchmal davon von Schlagwerk sprechen, was Peter so alles bedient, ist deshalb für mich reizvoll, weil es klanglich einmal sehr spannend ist. Die beiden E-Gitarren, die haben ein tolles Blending, also die Soundvielfalt, die wir beide bedienen. Mittels Spielweisen und auch Effekten. Und das kombiniert einfach mit diesen perkussiven Klängen, finde ich einmal spannend und zum anderen ist es
relativ weit weg von einer üblichen Jazz-Combo-Besetzung. Die Tatsache, dass kein Bass vorhanden ist, so durchaus eine wichtige Sache im Zusammenspiel, obwohl wir teilweise natürlich auch der eine oder andere mal eine Bassfunktion übernimmt, die aber einfach nicht so wie im jazzüblichen Sinne da eine Bassfunktion ist. Eher um tiefe Frequenzen mal abzudecken oder ums, ja, ums groovemäßig mal unten schieben zu lassen. Wir haben noch nie einen Bass vermisst. Aber nicht nur, weil es kein Bass da ist, denn es ist eine sehr freie Herangehensweise ans Musikmachen, einfach in dieser Besetzung. Einmal zwei gleiche Instrumente, dann Groove und Sounds vom Schlagzeug. Es hat uns eigentlich sofort bei der ersten Session überzeugt, dieses Klangspektrum. Dass du Intonation ist sagst, ganz, ganz, ganz wichtig, ohne das könnte ich nicht improvisieren. Letztlich ist Improvisieren hat natürlich auch was Handwerkliches, aber ab einem bestimmten Grad, wenn man das länger gemacht hat, dann verlässt man sich sehr stark auf seine Intuition. Also schreiben tue ich, ja, also zum einen, um mal Stücke zu haben, die man spielen kann und über die man improvisieren kann. Natürlich auch, um Ideen festzuhalten, die man so beim zu Hause beim Üben hat, die festzuhalten und damit dann am Schreibtisch mal ein bisschen zu arbeiten, es hin und her zu schieben. Komponieren ist auch ein Prozess, natürlich ein sehr viel zeitlich anders bemessen. Wenn es nichts ist, kann man es auch wieder in der Schublade verschwinden lassen oder zerreißen. Kann auch manchmal ganz schön anstrengend und hart sein, ne? Und wenn es dann doch nichts wird oder dann später vielleicht auch gar nicht so klingt, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, wenn man es dann mit der Band und mit dem Ensemble spielt. Aber auch das wird mit den Jahren immer besser und man kann das einschätzen, was man da macht. Nee, kann mir das nicht getrennt vorstellen eigentlich. Improvisation ist ja auch sowas wie Komponieren im Moment. Und Komposition kann ein Vehikel sein zum Improvisieren. Also das bedingt sich gegenseitig. Und gute Improvisatoren sind oft auch gute Komponisten. Gitarre spielen habe ich mit 13 begonnen
Und ja, eigentlich, weil meine Kumpels auch Gitarre gespielt haben und meine Mutter hat mich dann zur Musikschule gescheucht. Und dann kam die Pubertät und dann wurde das immer wichtiger für mich. Ich habe viel kompensiert dadurch und hatte dann ziemlich bald mit der klassischen Gitarre Bestätigung. Begann Das heißt, du dann. hast dann klassischen Unterricht Ja, gehabt, ich hatte oder? nur klassischen Aha. Gitarrenunterricht, habe richtig An der Konzertgitarre Musikschule, gespielt. oder? Ja, ich hatte dann Privatunterricht bei einem Gitarrenstudenten, der in Karlsruhe studiert hat. Und dem habe ich viel zu verdanken, weil der war schon was älter, war auch so ein Späteinsteiger, Ah. stand schon im Leben, hat sich ganz andere Gedanken gemacht, wie vielleicht jetzt so ein 20-jähriger Gitarrenstudent. Dietmar Klaus, der hat mich wahnsinnig gut begleitet und unterrichtet, auf Wettbewerbe geschickt. Das war das eine. Und So das an Jugend musiziert und und sowas, jung oder? musiziert mitgemacht, genau, Offenburger Musikpreis gewonnen. Das war dann ja für mich irgendwie so ein großer Anreiz, dass ich mir dann das natürlich auch überlegt habe, beruflich zu machen. Die andere wichtige Sache war, dass ich im Offenburger Zupforchester gespielt habe. Das weißt du gar nicht von mir, ne? Nee. Im Offenburger Zupforchester. Und das war glücklicherweise eins der besten Zupforchester in Deutschland. Es hatte eine lange Tradition in Offenburg, das Zupforchester, ja? So im Badischen hat das. Zupforchester heißt. Heißt, ist eigentlich wie ein Streichorchester, halt mit Mandolinen, Mandolen und Aha. Gitarren. Gitarren übernehmen dann meistens die Rolle des Cellos. Mandolin, dann Mandoline 1, 2. Ein Cembalo ist manchmal dabei gewesen. Das ist ja auch ein Zupfinstrument. Kontrabass. Und da kam dann der kleine Ralf mit 14 hin und saß ganz hinten in der letzten Reihe und fand es toll und hat sich dann so langsam nach vorne In die gearbeitet, vorderen Reihen, in die vorderen oder Reihen, bis er dann auch Vivaldi-Gitarrenkonzert spielen durfte. Da wurde ich sehr gestützt, da gab es auch Lehrgänge, die ich besucht habe. Aha. Und dann hat man einfach viel Musik zusammen gemacht und hatte noch darüber hinaus Unterricht und das Soziale war natürlich schön und so weiter. Also da war ich sehr gut aufgehoben und habe dann aber auch angefangen mit 16 immer mehr Jazz zu hören. Wie bin ich da hingekommen? Wahrscheinlich, also eigentlich war das Fernsehen da wichtig. Ich habe So einfach die Jazz-Sendungen natürlich. Jazz-Sendungen auf SWR Aha. gesehen mit Joachim Ernst Behrendt und war da vom ersten Moment an fasziniert, weil ich es nicht verstanden habe. Aha. Und weil es trotzdem so stark aussagekräftig war und
die Typen auf mich cool wirkten und einfach so was anderes darstellten als das gut Bürgerliche, was ich Aha, so kannte das ist ja um mich interessant, herum. dass Unverständnis eine Motivation sein kann, so wie Ja, du ich gerade hab sagst. das, also natürlich habe ich schon verstanden, wie die Instrumente spielen, aber was die spielen, beziehungsweise wie sie spielen, das irgendwie war mir das schon klar, dass da auch Gerüste sind, die dem zugrunde liegen. Ich habe dann auch Bücher gelesen über Jazz und hab mich, obwohl ich selber nicht gespielt habe, sondern immer schön meinen Bach und meinen Villa-Lobos und so gespielt habe, habe ich die Musik früh angefangen zu hören. Und dann hatte ich, das war so ein Jazz-Rock-Buch von Joachim Ernst Behrendt, da hat er dann so Volker Kriegel gefragt, was die 10 wichtigsten Platten sind und andere und Ah, Wolfgang das kenne Dauner. ich. Kennst Das du das hatte auch? ich ja. Kennst Das du das hatte auch? ich Und ja. da war immer eigentlich Weather Report, dann Miles Davis Bitches Brew. Und noch so zwei, drei. Und genau die habe ich mir dann bestellt in Offenburg im Plattenladen. Und Weather Report war natürlich total, weil es halt poppig war, rockig, verständlich. Bitches Brew habe ich, glaube ich, damals dann doch auch nur zweimal gehört. Das habe ich nicht kapiert, war mir auch zu dark. Es ist auch interessant, wie sich das im Laufe, also wenn ich es jetzt höre, ne, dann kann ich mich schon da zurückversetzen, aber ich verbinde natürlich heutzutage was ganz anderes damit. Und ja, und Chicoria-Platten und so weiter. Genau, wie ist die Band von Chicoria in den 70ern? Return to Forever und so. Ne? Und dann ergibt sich das eine zum anderen, dann liest man den Namen Flora Purim oder Arnetto Moreira oder ne, und so weiter und Gary Burton. Und dann habe ich natürlich dadurch, dass ich klassische Gitarre gespielt habe, mich dann doch irgendwie sehr um Ralph Towner und Egberto Gismonti gekümmert. Hab das viel gehört, war großer Fan und hab dann dadurch auch viel über Jazz verstanden. Also du Wobei bist. Egberto Gismonti nicht wirklich Jazz war, aber halt natürlich auch ganz faszinierende Musik. Ich fand es immer spannend bei den Typen, dass da was komponiert war, was auf ganz. Ja, auch klassisch, also im klassischen Sinne wirklich komponiert und ausgeschrieben war und das wurde gespielt. Und das war bei vielen Musikern der Zeit auch schon nicht mehr nur bloß ein Thema mit Harmonien drunter, sondern schon viel, ja, viel vielfältiger. Und dass sie dann noch drüber improvisiert haben, das fand ich erstrebenswert, das auch zu machen als Musiker, weil das war für mich so das Bild par excellence von einem Musiker, nämlich dass er improvisieren kann und komponieren und beides vereint in seinem Stil. Ja, und da arbeite ich dran seit einiger Zeit und das war schon ganz früh, schon mit 16, 17 war mir das klar, dass das so muss es sein. Da habe ich dann angefangen, mit 18 habe ich angefangen, mal endlich E-Gitarre zu spielen und mir zu überlegen, wenn du das immer hörst, dann spielst du auch. Ach so, wir reden bis jetzt noch die ganze Zeit über Meine Jugend, akustische ja, ich habe da Gitarre. bis dahin mit 17, 18 noch akustische Gitarre gespielt und dann habe ich mir mal meine E-Gitarre gekauft und ein bisschen Unterricht genommen bei Hast du noch so was den dazu lokalen eingefallen? Größen. Ja, das ist meine Gibson, die ich immer noch Echt? habe.
Das weiß ich noch. Die habe ich immer noch, ja. Das war ein Glücksgriff dann auch, ne? Dass die liegt auch gerade im Auto und friert vor sich hin. Ich habe dann angefangen, klassisch Gitarre zu studieren. Habe da aber nicht so mein Glück gefunden, habe das nach ein paar Semestern abgebrochen. Also mein klassisches Gitarrenstudium habe ich dann ziemlich bald dran gegeben, weil ich immer Wo hast mehr du in das gemacht? Bands in Aachen, das ist Abteilung Köln, Abteilung Aachen von der Musikhochschule Köln, bei Tatashi Sasaki. Ja, dann habe ich in Aachen viel gespielt in Bands und Workshops besucht bei John Abercrombie und bei Garrison Fuel Unterricht genommen. Das ist ein Lehrer von Boston, vom Berklee College of Music. Und hab das geschnuppert und einfach dann auch immer mehr Sachen verstanden und dann angefangen in Köln zu studieren. 1991. So wie Jürgen, mit Jürgen habe ich angefangen. Florian Ross, alles so. Ach Udo so, Moll, das sind das ist meine deine Kumpels. ja. Thank you.
Sehe eigentlich gut aus. Ja. Wie heißt die Frage nochmal? Soll ich es nochmal sagen? Nein. Doch, ich würde es jetzt gerne nochmal sagen. Mach mal. Komprovisation. Komprovisation. Improvisation und Komposition befruchten sich gegenseitig für mich. Das hört sich so unanständig an.